Hallo und herzlich willkommen im Train Simulator Classic. Wir sind wieder mal unterwegs im Brennitzer Linienstern und werden uns heute mal die Regio-Verbindung vornehmen. Und zwar fahren wir mit unserem D0 HC. Das ist ein Repaint aus ein paar ÖBB-Zügen und einem Twindex. Das Repaint verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Wir sind den D0 HC schon mal gefahren. Vom Flughafen BR nach Berlin rein. Das Video, das haue ich euch mal oben rechts in die Ecke rein. Da könnt ihr nochmal gucken. Da würde ich sagen, legen wir mal los. Wir fahren heute von Brennitz Hauptbahnhof nach Kortensheim Hauptbahnhof. Und den Bahnhof Brennitz selbst haben wir uns ja schon mal angeguckt. Und deswegen würde ich sagen, wir stürzen uns mal in den Führerstand, bereiten unseren Zug mal vor. Als allererstes schließen wir in das Pult auf. Leuchtmelder und Lautsprechertest aktiv. Bremsprobe notwendig. Bremsprobe notwendig. So, Fahrtrichtungswender nach vorwärts. Dankenswerterweise ist die PZB auch schon eingeschaltet. Das Einzige, was wir aktiv noch machen, ist die SIFA ausschalten. Und das Schöne ist auch, in dem Moment, wo ihr vorne sozusagen das Pult aufschließt bzw. vorwärts einwählt, habt ihr auch direkt ein 3D-Spitzensignal und hinten selbstverständlich auch ein Zugschlusssignal. So, wie gesagt, im Bahnhof haben wir uns ja schon mal angeguckt, aber wir können ja wenigstens nochmal den ICE hier überfliegen. Bei den Szenarien, die ihr hier fahren könnt, da sind halt so ein paar Züge mit bei, darunter auch ein ICE. Da sind aber sehr, sehr Basic-Züge, also jetzt nichts unbedingt was Besonderes, aber sie sind da. Und wenn man halt wie ich jetzt hier in einem Quick Drive fährt, da kann man sich natürlich aussuchen, was man möchte, was man in seinem Fuhrpark zur Verfügung hat. Und das ist schon nicht verkehrt. Und deswegen können wir jetzt diesen wunderschönen D0 HC fahren. Gut, dann wieder rein in den Führerstand. Dann werden wir unseren Zug auch natürlich adäquat beschildern, was bei diesem Repaint hier sehr, sehr einfach geht. So, wir wählen die 99801. Nee. Fast richtig, aber auch nur fast. Im Blick. So. 9 und. Nee. So. 99. 8, 21. Das sieht vernünftig aus. Enter. Na. Jetzt. Genau. Genau da geht's hin. Da würde ich sagen, wir machen mal die Türen frei. Und ein bisschen was vom Zug erzähle ich euch natürlich noch unterwegs. Das ist jetzt die ganz normale DB Regio Livery neutral sozusagen. Da werden mitgeliefert noch ein paar Regionetze, ODEC, ja, und noch ein paar andere. So, wie gesagt, ihr könnt den Zug vorne und hinten beschildern. Das Einzige, was hier statisch ist, an der Seite steht halt Siemens D0 HC dran. Aber ich denke, damit kann man leben. Was wir auf jeden Fall haben, ist eine Passagieransicht. Das ist quasi, wenn die junge Dame hier sitzt. Und die junge Dame ist das quasi auf der rechten Seite vorwärts. Und wenn wir die Pfeiltaste rechts und links bedienen, dann wechseln wir quasi die Seite und fahren entgegen der Fahrtrichtung. Gut. Unsere Türen haben sich schon geschlossen. Das machen die ganz automatisch, wenn der, ich nenne es mal Bahnhofstimer, abgelaufen ist. Und dann lösen wir mal unsere Druckluftergänzungsbremse. Und schalten Leistung auf. So, PZB befreien wir uns. So, was dürfen wir? 30. Der Tempomat / die AFB, die funktioniert hier ein bisschen anders. Die kann ich nicht von vornherein einschalten.
Sondern also bei V0 geht das nicht. Also ihr müsst quasi sozusagen Leistung aufgeschaltet haben bzw. neutral sein. Dann aktiviert ihr sozusagen die Geschwindigkeit mit Shift A. In dem Moment, wo ihr händisch bremst, das heißt den Kombihebel oder die Pneumatikbremse anfasst und Richtung Bremsen seid, fliegt die jedes Mal wieder raus. Das heißt also sozusagen, die muss jedes Mal wieder neu eingetastet werden. So, wir können 40. Solange ihr mit dem Plus- und Minustasten fahrt. Nächster Halt, Brennitz, Dürrenhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop, Brennitz, Dürrenhof. Exit to the right in the direction of travel. So, wir fahren natürlich das Szenario Regio mit Ansagen, wie sich das gehört. Ihr könnt die AFB auch ganz einfach hier aktivieren auf dem Display. Klickt ihr auf V-Soll ein und dann könnt ihr hier mit Plus und Minus hoch und runter gehen oder mit den normalen AFB-Tasten Y und C. So, 80. Oder auch nicht. So, guck mal, ich gehe jetzt in die Bremse. In dem Moment, wo ihr auf 0 seid, fliegt die AFB wieder raus. Aber wie gesagt, ihr könnt mit ihr fahren durch hoch und runter. Das ist alles kein Problem. Aber in dem Moment, wo ihr manuell eingreift, dann ist Pumpe. So, wenn HP2 kommt, dann und kein ZS3V dabei ist, dann gilt 40. So, ich aktiviere es jetzt wieder, wie gesagt, bei Nullstellung oder bei Fahren könnt ihr das aktivieren und in dem Moment, wo ihr händisch eingreift, dann fliegt das wieder raus. So, diese Hohenzollern-Brücken-Imitation und den Kölner Dom im Mini-Format habe ich euch ja bei der S-Bahn schon gezeigt. Und über so eine alte Brücke fährt man natürlich entsprechend langsam rüber. Ich glaube, in Köln sind es, wenn mich nicht alles täuscht, im entscheidenden Teil, ich glaube, hinteres Drittel Richtung Hauptbahnhof sind es, glaube ich, auch 30. Schönen Stadt- und Uferszenerie erfreuen. Bei den Geschwindigkeitsmarkierungen hier im HUD müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, da steht nicht immer alles drauf. Also manchmal habt ihr auch einen Wechsel von 100 zu 120, da seht ihr dann wirklich nur, wenn es unter der Ist-Geschwindigkeit steht. Aber da kommt dann kein gelbes Fähnchen. Das kennen wir auch schon vom S-Bahn-Video. Wir fahren aber jetzt auf der Regelstrecke ein bisschen anders. Die S-Bahn zweigt ja nachher nach links ab und wir fahren sozusagen geradeaus weiter. So, dann nutzen wir mal die Gelegenheit und gucken, dass das hier von
außen mal an. So 100. Da oben vom Tempel. Was hier alles gibt. So, noch mal die Pultbeleuchtung an. Diverse Tunnel bzw. Unterführungen hier und alle haben irgendwie einen anderen Stil. Das finde ich schon ziemlich nett gemacht. Das wird hier auf gar keinen Fall langweilig. Nächster Halt. Brennitz Nord. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs sowie zur S-Bahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, 40 einen Halt erwarten. Wackelt das wieder ein bisschen, weil hier wieder ein Talent 2 steht. So.
Falls euch der Bahnhof bekannt vorkommt, dann entspricht das absolut der Tatsache. Und zwar sind wir auf der S-Bahn-Fahrt, nämlich genau hier oben lang gefahren. Und ja, das war der opulente Turmbahnhof, den ich euch gezeigt habe. Und ja, jetzt fahren wir halt unten lang. Und schon gehen die Türen wieder zu. Dann ab in den Führerstand. So, wir holen uns davor eine neue Beeinflussung. 60. So, ihr kennt das Spiel, Weichenbereich durchfahren und dann kann man wieder beschleunigen. Genau. Da geht es ja nämlich mit 100 weiter. Und zwar jetzt. Erwarten. Und zwar denke ich, geht es jetzt zurück aufs Regelgleis. Genau. Gemäß unserer Anzeige hier können wir wieder beschleunigen. Aber hier vorne ist eigentlich schon der 60. Das ist bestimmt wegen dem kleinen Knick hier. Hier stehen schon wieder die 100. Ab jetzt. Also fährt sich wunderbar der Zug, kann man nicht anders sagen. So, 120 gleich.
die Trasse hier schön im Einschnitt ausgeführt. Nächster Halt, Brennitz Flughafen. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs sowie zur S-Bahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Brennitz Airport. Change here for regional and long distance trains. Exit to the left in the direction of travel. Da ist noch ein Stück. Auf jeden Fall können wir uns schon mal geistig auf die 60 einstellen. Noch nicht. Ja, vorhin sehen wir schon die ersten Anlagen vom Airport. Tower, Hangars. Mal 60. Der schöne Flughafenbahnhof. Wieder ein schöner 420er unterwegs. So. Taste 2 geht hier nicht, weil wir irgendwie im Tunnel sind. Aber mit der Taste 8 geht das. Wollen wir mal kurz mal rausfliegen. Noch Flughafen. Und zwei Jumbos. 747-400. So, unsere Türen schließen sich nämlich auch gerade. Gut. So, immer noch 60. So, in dem Moment erloschen. So, normalerweise bleibt die Geschwindigkeit aber, bis man den Weichenbereich verlassen hat. Darum machen wir das mal. Links fährt gerade ein ICE ein. Hier steht es nämlich auch noch drauf. So, gleich, wenn wir den Weichenbereich verlassen haben, 120.
Ja. Schön, wie sich der Oberbau hier verändert. Jetzt haben wir schön alten Schotter hier mit ein bisschen Vegetation. Nächster Halt, Schweig Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, 100. Da steht hier zum Beispiel nirgendwo. Also wie gesagt, immer auf die Signale an der Strecke achten. Was haben wir da? Eine 143? Nee, eine 111. Wir auch mal wieder ein bisschen rum. Schön der stillgelegte Bahnsteig. Schön hier mit einer Speisegaststätte und einem Vogel, ein Papagei. Ja, so kleine, aber feine, liebevolle Details. Jetzt werden wir hier auch schon wieder weiter gepeitscht. Okay. Sollen wir erst warten, bis das Grundbild da ist und dann. Und 120, was nicht da stand. Das ist das, was ich meine. Also für einen Güterverkehrshub neugierig, was hier auf den Autobahnschildern steht.
Randitz Flughafen, das sind so Details, ja. Irgendein Autobahnschild, wo kein Mensch drauf guckt, steht dann einfach mal das Richtige dran. Also schon Chapeau. Können wir mal. Einen Makrotest machen. Lass mal die Vögel hier weggetrötet. Ach, wie süß, ein kleiner stillgelegter Bahnhof. Ist aber süß gewesen. Sieht man öfters mal. Irgendwelche Privatleute kaufen die und machen die sich dann schön zurecht. Schöne Landschaft, hat so ein bisschen TSW 4 Main-Spessart-Bahn-Vibes. Nächster Halt, Steinwald-Borkenwürte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Noch ein Stück, aber auf jeden Fall erwarten uns dann nachher 50. Na, wer fährt hier mit hellen Lichtern? Über den Waldweg und hier. Das ist mal ein amtlicher Steinbruch, die sagen. So, Vorsignaltafeln. Jo, alles da. Baumarkt und Baustelle. Schöne Bahnübergänge.
So, erstmal gucken, wie normal der Bahnhof genau hieß. Das war ja ein fürchterlicher Doppelname. Steinwald-Borkenwirte. So, hier wird geklotzt. Nice, nice. Was ging fix? Türen schon wieder zu. Jawohl, Fußballplatz. Ich denke, wenn wir aus dem weichen Bereich raus sind, steht zwar jetzt nicht hier, aber denke ich mal, dann können wir 100 Minimum erwarten. ...120 sogar. Na dann. Table on the table. Hier erstmal durch den Wald. Aber wirklich eine schöne Durchmischung. Stadt, Land, Wald, alles da. Sehr behutsam verbauter KI-Verkehr. Hier mal auch ein Auto, was hier rumgondelt. Und wir haben hier halt erwarten, uns wird schon wieder der Geschwindigkeitsspaß hier verdorben. Kurve nicht eingehalten, aber nächster Halt Kortensheim Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir verabschieden uns von Ihnen und bedanken uns für Ihre Fahrt. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, der 500 dazu gelangt. Vielleicht müssen wir eine neue Beeinflussung kriegen. Halt erwarten 50. Genau. Und wieder eine kleine Kühe. Sehr schön. Dieser KI-Verkehr hier wirklich Bombe. Ne? Das einzige irgendwie die Talent 2, da ruckelt es dann wieder etwas, aber so, ihr habt es gehört, Kortensheim Hauptbahnhof, der Endpunkt unserer heutigen Fahrt. Und nochmal ein schönes Reiterstellwerk hingestellt. Talent. Und wenn er raus ist, werdet ihr gleich sehen, das wird dann hier sofort aufzuruckeln.
Da kommt auch schon wieder der nächste Talent reingerollt. Da hinten steht noch ein 420er. Jo. Dann würde ich sagen, wir hätten das Ende der heutigen Fahrt erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich natürlich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Da nehmen wir uns mal die Schnellfahrstrecken mit dem ICE vor. Jo. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut und tschüss.